Ja, auch. Wie gesagt, aufgeschlagener Schlag kann sie teilweise direkt. Okay, wer ist über den Schlag gelaufen? Ich wahrscheinlich aus dem Sinn. Ich bin gefährlicher für eure Gesundheit als ihr für meine, ne? Ja. Ey. So. Jetzt. Ich bin bereit. Ja, ich auch. 3, 2, 1, jetzt. Ich glaube 2, 1 reicht. Nein. Du erzählst jetzt etwas schneller. Hier ist der nächste. Ach da. Moment. Ab. 3, 2, 1. Ja. Synchron. Munition. Und hier ist noch einer. 3, 2, 1. So, dann dürfte uns nur noch eine fehlen. Ja. Ampeln. Bis auf Blue, da dürfte ein bisschen mehr fehlen. Mir fehlt eins. Ich hab dich aber auf, mit voll aufgeladenen Schlag erwischt, also es kann nicht sein, dass du da... Okay. Tatsächlich. Also, der Schlag mich nochmal mit aufgeladenen Schlag. Testen wir das. Ich steh hinter dir. Nee, warum soll ich jetzt unnötig deine Rüstung verbrauchen? Ich glaube, er ist tot, Jim. Bereit? 3, 2, 1. Ich rede die Brücke da, Decke. Oh, ist weg. Das war keine Absicht. Das war ein Rüstungsteil. Oh, cool, das haben wir gleich verschwunden. Ja, geht doch. Sehr schön. Deswegen bin ich gesprungen, abgeschlagen. Babys! Nein! Oh, ich merkte das so sehr. Das noch eins. Flüchtende Kuni, ich habe mich schon gewundert. Mein Taschenlampe ist da, ich habe keine Batterien mehr anscheinend, okay. Da hängt was an der Decke. Eine Lederjacke. Und da ist was am Krabbeln. Krabbeln? Nein, bitte nicht. Das, das große Krabbeln. Nee, das ist ein Riesenbaby. Nein! Liegt noch Alkohol. Der Taser ist denn hier durch die Gegend? Ich, weil der die Waffe komisch gehalten hat. Wo hast du den Taser her? Der hat einen Typen hier in der Hand. Hier. Oder sonst in seinen Klamotten. Kuni. Was? Oben im Koffer drin. Hab ich nicht. Hier, der Typ, der hier hängt. Achso. Danke. Merci beaucoup. Und nicht einfach blind links verwenden, ne? Das Ding hat auch Aufladung. Ja. Yeah. Bei jedem Schuss musst du den Kopf wechseln. Unter dem Flintengeschoss siehst du die Munition für Betäubungsgewehr. Danke. Ist eigentlich noch was anderes umgelegt worden? Wie umgelegt? Ja, das ist halt woanders. Also von der Position? Ja. Weiß ich noch nicht. Ich hab noch nicht alles gesehen. Ja, ich weiß. Bis jetzt ist es nur Skeld. Bisher ja. Ich glaube, der Fisch ist auch woanders. Ja, der Fisch ist jetzt links. Ne, der ist immer noch da, wo er war. Ja, dann das Feld für das Fernglas ist auch ein bisschen neu. Dann die Blätterrüstung lag auch unten links statt oben. Ja. Kuni, das geht nicht. Ich will aber. Aber Karl, das tötet Menschen. Geht aber nicht. Ich will aber. Na komm, lass weitergehen, bevor meine Batterien alle weg sind. Ja, meine. Also ich konnte meine nicht mal aufladen. Ich hätte aber gar keine. Laufen wir nicht gerade zurück? Ja. Also. Wenn wir dann rechts gehen. Ich dachte, da hinten geht's noch weiter. Ah, ich rüste ein bisschen Feuerzeug aus. Hier sind deine Babys. Nein. Mach es weg, bevor es Eier legt. Die sind ja noch nicht ausgewachsen genug, dass sie Eier legen können.
Man weiß ja nie, ja. Hallo, öfters hier? Ja. Ich bin ein richtiger Spießer. Ich merk schon. Ab. 3, 2, 1. Meins. Warte, kurz aus meinem Handgelenk machen. Ich sehe gerade, mein Charakter hat essenstechnisch gerade ein leichtes Problem. Was essen? Na, ne, fügt kurz mal euch auch Nahrung zu. Ja, ich kann dir was noch Getrocknetes geben. Ah, ich hab nichts mehr. Okay, das ist einfach alles groß, okay. Hab nichts gesagt. Ich esse einfach Fisch. Ja, groß. Fisch. So, nehmen wir ein Speckstück. So, und dann noch eine Soda. Speckstück. Die haben aber auch schon mal besser satt gemacht, diese Stücke. Oder braucht man die für was anderes später? Die machen echt wenig. Also ich habe auch nicht... Also wüsste ich jetzt nicht. Ah, dann mache ich noch eine Konservendose auf. Und das sollte den Rest auffüllen. Und dann nehme ich noch ein Energy und dann passt das. Jo. Ich gehe schon mal zur Kreuzung. Renne ich immer einfach vor. Nicht, dass du angegriffen wirst und dich nicht verteidigen kannst. Ich gehe dahin, wo wir schon gekämpft haben, nicht da, wo wir noch hin müssen. Ich gehe jetzt in Kreuzung. Ich dachte, hier geht's weiter, wo ich bin. Nee, da oben darfst du noch gar keinen Durchgang. Das links lang ist eine Sackgasse. Aber ich habe Leuchtfackeln gefunden. Oh, meine Taschenlampe geht aus. Ich geh jetzt los, wir gehen nach Haus. Rappen. So, ich bin über den ganzen Schädeln. Weißt du, was ein Informatiker macht, wenn der Wagen liegen bleibt? Nein, Tippi. Er macht alle Fenster zu, steigt aus und steigt wieder ein, um den Wagen neu zu starten. Ist ja schon zu spät heute. Ist ja schon 12 Uhr. Eine Informatikerin und ihr Mann ziehen um. Zusammen haben sie 42 Kartons bei dem Umzug. Mhm. Die Frau lädt alles in den Wagen ein und fährt dann mit dem Karton schon mal vor. Mhm. In einer gewissen Zeit ruft der Mann an, als sie dann dort angekommen ist und fragt nach, sind denn alle Kartons dabei? Sie fängt an zu zählen. Sagt 41. Er so, scheiße, haben wir irgendwo einen Karton vergessen. Er guckt nochmal die ganze alte Wohnung durch, sucht überall nach dem Karton. Und dann ruft er sie nochmal an, sagt, Schatz, kannst du nochmal durchziehen, die Kartons? Sie so, ja klar, kein Problem. 0, 1, 2, 3. Nein. 0, 1, 2, ja. Informatiker fangen mit dem meistens mit der 0 an, also. Nein. Aber 0, Alter. Verarscht, pur. Oh, hätte man sich aber eigentlich auch, ja. Bitte den Hai nicht töten. Darf ich nicht vor. Ohio. Ich tue mich denn hier nie. Ohio. Ich bin schon tot. Es hat einen Grund. Ja, Achievement? Nein, ich möchte euch was zeigen. Ohio. Der Hai hat nämlich eine geile Funktion, von denen kommen einer, was wirklich weiß. Kann man da Leichen reinschmeißen? Reiten? Habe ich jetzt das Atemgerät aufgenommen, ohne es zu merken, oder was? Nein, du bist nicht hier hingekommen, wo ich bin. Das ist hier hinten. Ach ja, stimmt, da war ja was. Bin schon, wo gehst du hin? Geh zum Hai. Kuni, hier ist noch ein Atemgerät. Oh, hi, hi, hi. Ich will mit Bruce spielen. Sorry, wegen Bruce. Knochen. Und Klopf noch hier. Hast du das Klopf schon aufgesammelt, Bruce? Ja, hab ich schon. Okay, Kuni. So. Jetzt auch noch Klopf. Warte mal. Ach Mist, das konnte man Fleisch nicht irgendwie werfen? Ich hab grad einen Arm geworfen, das war lustig. Ja, ich glaube, das kann man Arm werfen. Ja! Ja, das ist nämlich das, was ich euch zeigen wollte. Der Hai kann jagen. Cool. Das sind zwei Haie sogar. Jo. Jo, ja.
Wenn sie jetzt Fleisch oder Körperteile im Wasser sind, dann schleichen sie sich ein und dann kommen sie auf einmal angepirscht und schnappen sie sich. Ja, ich geh kurz auf die andere Seite, um das zu holen, was da drin liegt. Jo. Das ist auch richtig cool, auch in den Bunkern, wenn du dort ein Feuer anmachst, geht auch nur in dem Bereich des Feuers die Sprinkleranlage an. Deswegen liegen auch hier Körperteile. Ja. Um sie zu füttern. Ja. Ja, lass mich mal kurz da weglocken. Die brauchen wir nicht weglocken, die greifen eh nicht an. Ja, trotzdem. Sein oder nicht sein, das ist hier keine Frage. Ihr kriegt mich niemals und gleich so genommen. Ich will auch schwimmen. Ja. Seid ihr bereit? Ich bin schon Kommunizieren, ne? Ich hab gesagt, ich kommunizieren. Ich habe gesagt, ihr kriegt mich niemals. Warte mal, war nicht irgendwo an einem Ah nee, das war die nächste Höhle. Das war die Taucherausrüstung war. Ja. Also der Neopren. Was ist mit Neo? Ja, der macht eine Ausbildung. Zum Pren. Nee, Fachinformatiker. Eieiei. Er fängt jetzt auch bald an, zu zählen mit 012. Eieiei. Aber, oh der Scheiße, ich hab da heute kaum Bock gehabt, was zu machen und hab mir halt die IT-Witze durchgezogen. Das und ist sehr Alter, toll. Da waren welche so geile dabei. Ah, die waren schön. Die waren richtig schön, die Witze. Ich hatte Tränen in den Augen vor Lachen. Ja, glaube ich. Übrigens müsste hier irgendwo unter Wasser eigentlich der Helikopter sein, ne? Nee, halt weiter hinten. Der ist denn weiter seitlich. Kelvin! Ich hab mich kurz. Und Gegner kommen auf dich und Kelvin zu. Was ist? Gut. Armer Gegner. Bei der Taschenlampe. Als Kelvin. Ja, weich halt aus. Tot. Nein, das war der Mann mit der goldenen Maske. Sind beide tot. Oder drei. Drei tot. Ah, es war noch einer, Leute. Ich bin auf mir zuerst. Das war der mit der Taschenlampe auf dem Kopf. Wo du gesagt hast, das ist Kelvin. Ach so. Das war echt jemand. Ja. Ich mach mir zuerst. So. Das ist scheißegal, wen wir zuerst machen. Ich will jetzt erstmal an die Stelle ran, wo der Helikopter ist. Dann stelle ich ein Zelt hin. Dann skippen wir die Nacht und dann tauchen wir nochmal kurz. Das hört sich sehr gut an. Mach ich kurz ein Feuer. Oh! Ich glaube, ja. Wir haben vorher noch was anderes zu tun. Respawn? Ja. Und schön, dass die Kisten aufbleiben. Echt schön. Bei mir ist noch nichts nachgespawnt. Bei mir ist alles nachgespawnt. Ja, dann ist für jeden anders und spawnt für mich ein paar Tage später. Nee, ein paar Stunden wahrscheinlich nur. Also in ja. Stunden. Ja, wenn wir uns jetzt hier schlafen legen, dann müsste eigentlich für dich der Respawn da sein. Ja. Oder du musst halt weg von der Stelle sein, damit es dann in dem passenden Zeitraum respawnt. Das kann auch sein. Ah, hier kein Stocksink, so warum kann ich das nicht hoch machen? Der arme Stockbrot wieder. So, kurz speichern. Aua! Achso, Steine. Wobei, eins muss man eigentlich sagen, vorhin war es ganz gut, dass der eine wahrscheinlich nicht mitgespielt hat. Der hätte dann später auch nur gesagt, waren das da drin irre? Haben die etwa so ausgesehen? Sahen die etwa so aus? Das waren Vampire. Irre, explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht sie trifft. Ganz egal, wie irre sie sind. Ich kann nicht ja. trinken. Das ist Salzwasser. Woher soll ich das denn wissen? Mehr, immer Salzwasser. Er ist noch so jung und so naiv. Bei mir ist auch ja. nichts nachgespawnt, by the way. Was weiß ich. Bei mir auch nicht.
Dann gehen wir weiter zum Helibopter. Helibopter. Ja. Was macht das Licht denn so weit weg vom Wasser? Ja, von hier können wir jetzt, da denke ich. Ja, ich esse und trinke noch was und dann. Ich finde es scheiße, wenn der Helikopter im Wasser hängt. Ja. Kannst du mein Feuerzeug ausmachen, bitte? Nein, der mag nicht. 10 zu 1, dass ich daran vorbeischwimme. Nein, Glück gehabt. Wartet mal, bevor ihr euch bewegt. Es kann nämlich sein, dass hier unten gar keine Kisten sind, weil die können man ja gar nicht finden. Zu spät. Ich bin bei dir. Wusel. Ich tauche gerade wieder auf. Ich sehe überall Kelp. Ah. Kelp, Lin? Nein. Nein. Nee, ihr könnt wieder zurück. Unter Wasser sind keine Kästen. Irgendwie schade. Wäre auf eine gewisse Art und Weise lustig gewesen. War aber irgendwas am Heli sonst noch? Nee, wie gesagt, mir ist auch eingefallen, dass wir unter Wasser ja eigentlich gar nicht looten können. Hm. Haben die auch die Anzeige vom Tauchgerät aktualisiert? Nee. Nö, die sieht gleich aus. Also, nee, weil das halt jetzt links rot ist, wenn es halt leer wird. Vorher sah das nicht so aus. Keine Ahnung. Also, irgendwie hat das jetzt gerade nicht aktiviert, einen Moment. Sonst war es doch die ganze Zeit komplett blau. Nur weil du blue bist. Ja, stimmt, doch, haben sie verändert. Und oben den Rand vom Helm ist auch weg. Ja. Zurück zur Base? Oder erhöht? Oder nicht? Oder. Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Hallo, Calvin. Abgeschafft. Ganz kurz, ist hier noch irgendwas in der Nähe von Interesse? Hm. An sich nicht. Das einzige wäre jetzt noch interessant der Revolver, aber der ist ein bisschen weit weg. Das wäre ein zu langer Laufweg. Pistole? Revolver, nicht Pistole. Oh. Wo ist denn der? Hatte ich noch nicht. Könnt ihr auch noch nicht haben. Um den zu finden, wie gesagt, muss man ein bisschen weiterlaufen. Achso. Ich lauf doch nicht. Ja, mein Möwe, lass doch in Ruhe. Na, dann würde ich sagen, erstmal ab zur Base. Okay. Ja. Base Jumping. Und ich denke, ich versuche bis 21 Uhr zu machen. Ich kann es aber nicht versprechen vom Rücken her. Alles entspannt. Alles entspannt. Ja, wenn der Backen alles noch funktionieren würde, dann wären wir ja schon viel schneller fertig geworden mit der Base. Ja, wir sind doch noch lange nicht fertig mit der Base und ja, ich finde es auch ganz gut, dass es ein Momentchen dauert. Ja, meine ich, mein ich ja. Sonst hätten wir ja schon längst so ein paar Höhlen erfahren, früher. Möglicherweise. Aber so finde ich das echt entspannt. Wobei, vielleicht sollten wir wirklich noch die Seilgun mit reinnehmen, weil hätte den Vorteil, dass wir dann auch die Seilrutsche bauen könnten. Ja. Für alles offen. Wer schmeißt mit Stein nach mir? Wusel? Nein. Ich sammle gerade Stöcke und ich esse Beeren. Kleiner Eis ist auf Tollwut. Kleiner Eis. Ja, du weißt, was passiert, wenn jemand Tollwut hat, ne? Du machst mir meine Rüstung kaputt. Tatsächlich. Ne, Blue? Ja. Du weißt, was passiert, wenn jemand Tollwut hat? Schaum. Nee. Warum? Willst du es wirklich wissen? Nein. Gewöhnlich, wenn Tiere Tollwut haben, bringt man sie um. Ja. Warum?
Danke für die Stöcke. ein giftiger Pilz. Ja. Schmeckt gar nicht mehr so gut. Isst ihn erstmal. Ja. Ja, natürlich esse ich ihn erstmal, weil ich will ja schließlich die Anzeige haben, welche gut sind und welche nicht. Alles essen, alles essen, alles essen. Auf den Stein. Oh, das ist Virginia. Wo? Links von dir, Wusel. Oh, war eben hier. Wo ist sie? Ja, egal. Oh, da, ich sehe sie. Im Gebüsch. Naja, gehen wir weiter, ignorieren wir sie einfach noch einen Moment. Und ja. Wie gesagt, laufen wir jetzt erstmal zur Base und dann von der Base laufen wir weiter. Vielleicht können wir auch einmal die hier die Baumstammlager leer machen, dass wir Calvin wieder was in Aufgabe geben. Ja. Er hat konnte gar nicht mehr finden. Die Lichtung hier ist an sich auch schön, aber zu schräg. Vernünftig zu bauen. Was sind drei Gollums? Ja, hier ist auch noch einer gewesen. Komm her, Bunny, komm her. Ich will dich essen. So. Hasi erwischt. Oh, Hasi. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Ja, wahrhaftig. Ich finde ihn nicht wieder. Indigon. Da macht das Tod ein Materie vernichtender Schlag. Ja, hat uns ihre Strahlen gekreuzt. Kuni. Kuni und die Marete. Machete. Kuni, du weißt ja, was passiert, wenn zwei Pinkel nur sich der Strahl kreuzt. Ja, boom. Nein, totale Urinumkehr. Nein. Nein. Noch Kuni. Oh nein. Ich stell's mir grad vor, nein! Ach, das ist voll mit dem Blumen. Will ich, dass es wieder da reingeht, dass es da hin umkehrt, wo es herkommt? Nein, nicht. Nein. Macht dir schon ein bisschen Spaß, Kuni Kopfschmerzen zu bereiten. Ja. Die Grizzly-Bären. Oh! Besuch! Ja, ich bringe ein Geschenk mit. Da, nimm! Ich bringe ein Geschenk mit. Vorsicht, der Große! Ah, man kann ihn stunnen, aber nicht immer. Ich habe ihn dreimal getroffen. Ich habe eine goldene Maske. Ich habe den Spritzer befreit, glaube ich. Dann häuten wir den direkt mal, oder? Ja. Drei. Warte. Ja, ups, jetzt. Entschuldigung. Einfach machen. Auch Team hat Zeit, bevor es einer fertig macht. Ja, wir haben es gekriegt. Kann ich mich wieder. Wir haben noch den das ist das Dorf, wo ich mich, glaube ich, damals unter dem Map gebuggt habe. Ich will nochmal. Wir können den einen auch hier noch häuten. Ah, ne, doch nicht. Tragen. Egal. Der große Berserker, den kann man nie häuten. Nicht mal den anderen, der sah aus, aber es war das Körpersymbol nur. Nee, das war nicht das Dorf, weil das Dorf, wo ich mich um sie gebackt habe, war nicht cool. Man kann keine Eingeborenen häuten, das geht nicht. Nur Mutanten. Aber hier ist noch ein Mutant. Das ist... Ja. Richtig. 3, 2, 1. Bam. Ui, sehr schön. Einfach drei, die sich auf einen Körper stürzen. Mhm. Kuni, wie gut kennst du dich eigentlich in der IT aus? Ich hatte Computertechnik im. Ich habe ja mein Abi mit Computertechnik und Medientechnik gemacht.
Also etwas. Basics. Stehen ein paar Bits an der Bushaltestelle, warten auf den Bus. Der Bus fährt vor, sie steigen ein und fahren bis Endstation. Boit Bits. Die Münzen. Habt ihr auch gesammelt, die Münzen? Du weißt, dass die logischen Verbindungen in einem auf einem Motherboard Busse genannt werden? Oh, nein. Gut. Nein. Hast du die Münzen eingesammelt? Warte, ich komme. Ich muss aber bei Bits muss ich daran denken, als die eine Rakete damals gestartet haben in britisch Neuguinea, glaube ich, auf französisch Guinea. Und dann die Bits vollgelaufen sind und sich die Rakete dann umgekehrt hat. Ja. Das ist dann wohl auch eine totale Raketenumkehr. Ja. Naja, aber das mit den Bits ist halt nur ein Witz für Informatiker. Ja, die verstehen ihn sofort. Und ich muss auch zugeben, ich habe ihn nicht ganz richtig erzählt. Aber ich kam auch jetzt nicht gerade auf den genauen Wortklang. Oder Wortzusammensetzung vielleicht. Na, Wortklang war schon richtig von mir gewählt. Okay. Home sweet home. What's Calvin? Calvin! Calvin und Chipmunks. Calvin. Ja, Calvin. Der war nie für uns da. Was ist denn der Pleb jetzt? Wer ist mit uns mitgelaufen? Da sind Stämme über dir. Wir sind perfekt getroffen. Ich wusste, warum ich mir einen Baumstammregenschutz baue. Vor Einschlägen. Nein. Glück gehabt. Wie kommt da der eine Baumstamm ins Wasser? Rollen. Ja, aber so weit wie der da hinten ist. Warum kommt er nicht dorthin? Weil er auf Land vorher war. Und keine bergab oder so war. Und dann meckert er wahrscheinlich noch, dass es Landsharks waren. Gott. Ja, Landhaie. Nein, nicht Rottenfleisch. Doch, Rottenfleisch. Nein. Schmeckt dir doch besonders gut. Nein. Er tut das. Wohl im ganz alten Minecraft konnte man noch Rottenflash essen, bevor, um sich zu heilen, bevor es die Hungeranzeige gab. Kann man immer noch. Jein. Du kriegst das, aber wenn du Pech hast, Hunger. Mit dem System nicht. Mit dem neuen System geht das sehr schlecht. Ja. So, hm? Ja, wie ist jetzt eure Lust, noch die nächste Höhle zu machen? Ich bin für alles offen. Ich fällt gerade wieder Bäume. Ja, es war doch ausgemacht, dass wir gleich noch eine Höhle machen. Ja, zum Seil. Ja, aber du fingst ja halt sofort an zu bauen, deshalb dementsprechend hatte ich jetzt extra nochmal die Frage gestellt. Können wir machen. Ja. Wir können ihn halt wieder den Auftrag geben, dass er Holz sammelt, währenddessen wir weg sind. Ja, falls er nicht, während wir reingehen, dann automatisch wieder zur Höhle kommt. Ja, das ist halt. Vergiss nicht, der ist ein Pleb. Ja. Ja, Pleb. Like me. Schildkröte! Was? Ich wusste nicht, dass ich die Plane kaputt stampfen kann. Ein was? Die Plane kaputt stampfen. Das hatte ich sogar am Anfang gemacht, als Susa gefragt hat, wer das Zelt kaputt getreten. Herr Doktor, alle ignorieren Sie mich. Der nächste bitte. Aber ich habe deine Schildkröte schon mitbekommen, keine Sorge. Herr Wusel, Herr Wusel. Ich dachte jetzt, du hast gelacht wegen der Schildkröte. Nein, leider nicht. Schwänze sind wieder da. Du und deine Schwänze.
Und ich bringe mir das Holz rüber. So, ich habe ein bisschen getrocknetes Fleisch eingepackt. Solltet ihr vielleicht auch tun? Ich habe Fisch dabei. Nun kann man auch ein Feuer aufbauen, kurzes Braten. Oh, lecker Braten. Apropos, wenn er jetzt immer von den Fischen erst den Kopf abbeißt, wird er dann automatisch schlauer? Oder ist er ein Zombie? Vielleicht wird er einfach zum Zombie. Vielleicht wird er einfach nur zum Fisch. Fisch. Vielleicht ist er auch in Wirklichkeit ein Fischstäbchen. Vielleicht. Aber jetzt noch die viel wichtigere Frage. In der heutigen Welt ein Zombie.